Dieses Let's Play ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Don't save and his team must be in here. Find him. Aufschlitzen, aufschlitzen, aufschlitzen. Hallöchen, Leute. Hallo und willkommen zurück zu Metal Gear Rising Revengeance. Ich bin's wieder, euer PB-Style. Und ja, wir waren hier stehen geblieben. Es ist wirklich eine Zeit lang her. Was soll das? Hier, na, das geht nicht. Alles muss offen sein. Ja? Ich weiß nicht, auf wie viel Lautstärke ich hatte, aber das ist etwas normal. Gut. Hey ho, Leute. Und ich freue mich, dass ich mal wieder hier zocken kann. Nur hier sind überall Kameras. Oh, da hinten ist noch eine. Schauen wir mal. Verdammt, die sind ja wirklich überall. Wo kann ich da einfach so ungesehen vorbei schleichen? Okay, und hier? Ha! Yes! Hä? Jetzt bin ich getrennt von Xbox Live, mir wurscht. Ups. Ich habe mich, glaube ich, nicht mal angemeldet. Doch, habe ich. Ja, genau. Entschuldigung. Jo, jo, jo. Wir müssen schauen, dass wir... Verdammt, da hinten ist wieder was. Okay, schauen wir mal, bis die Kamera weg ist. Da ist sie, okay. Lauf! Hä? Ah, auf der anderen Seite. Ugh. Gut, da oben auch. Hä? Die Tür? Na. Gut. Ich weiß, dass ein großer Fehler ist, was ich hier mache, aber... No risk, no fun. Und ich will nicht immer alles zerstören. Nein, ich kann auch friedlich und nett sein. Könnte ich. Irgendwas ist doch mit dieser Tür faul. Seht ihr euch an? Seht ihr euch an? Das ist doch... Hier sieht man gar nichts. Die Tür ist irgendwie eine magnetische Tür bestimmt. Und da ist ein Sensor bestimmt. Hä? Nein? Wow! Was geht ab? Ja. Verdammt. Okay, ich hab... Raiden, wait. There are active IR sensors in the area. Ja, jetzt sagt er mir das. Security, no doubt, but the enemy may be using it. No, the man is not using it. You know, Raiden. Raiden! Raiden! Oh, fuck it. Can't I just... Bin ich blöd oder bin ich blöd, Leute? Ja! Tja. Störgranate, Störgranate. Los. Yes. Oh, verdammt. Nein, hier sind die arme Viecher. Ah, verdammt. Ich. Okay, die Kamera sieht mich nicht mehr, aber da waren Armviecher. Ugh. Hilfe. Gut, gut, gut. Wir nehmen wieder das andere Zeugs. Ah, 3D-Bilderrahmen. Stealth-Tarnungstechnologie zur Lichtbrechung. Oh, cool. Kann ich sie da aufsammeln? Nicht dein Ernst, oder? Nein, nicht dein Ernst. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wofür ich das noch gebraucht hätte. Was ist das? Okay. Ach, komm. Gut, gut, gut. Dann nehmen wir wieder mal die Panzerbüchse. Genau. Ja, super. Das andere ist wieder verschwunden. Schön. Und wir rushen durch. Hihi. Oh, schon wieder so eine Tür. What the fuck? Okay, wie soll ich da durchkommen? Das geht nicht. Wie soll ich da... Oh, da oben sind auch noch Menschen. Oh, schön. Der sieht mich. Sp-
bin ich! Nicht mein Ernst, ich habe jetzt nicht wirklich die Panzerbüchse eingesetzt. Oh, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Wie war nochmal anvisieren? Ja, toll. Das bringt mir jetzt gar nichts. Dann nehme ich die Bodenluft. Nee, ich benutze die jetzt nicht. Dammit, da leuchtet irgendetwas. Zielsuchraketen, verdammt. Ah, kann ich nicht. Ah, okay, gut. Versuchen wir es. Nein, ich hätte einfach nur durchlaufen müssen. Der hätte es allein schon gemacht. Oh, die sind gut, die sind gut. Ah, okay, so mache ich das. Au, 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 nein, 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 hallo? Boah, die sind heftig. Verdammt! Meins. Meins. Und ich habe eine Hand. Yeah, cool. Autsch, Captain Jude? Hat er wirklich Captain Jude gerade gesagt? Nein, komm! Ach, verdammt. Au, 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 hallo. Hey, Captain Jude. Ah, oh nein! Verdammt! Ich habe vergessen, wie man es verwendet. Ah, das wird automatisch aufgefüllt. Ah, lalalalalalala. Warum mache ich das dann? Verdammt! Gib her! Na, na! Danke! Ach, die Kameras greifen an. Gut zu wissen, gut zu wissen, gut zu wissen, gut zu wissen. Also ich hätte automatisch durchrushen können, okay? Ah, hat sich alles wieder beruhigt, gut. Schön, schauen wir mal. Ach, das macht er wirklich automatisch, Arschloch. Tja, Dankeschön. Für die Blumen. Ah, da ist hier wieder was. Puh, das war jetzt knapp. Das hätte böse ausgehen können. Irgendwas war hier doch. Ich hab's doch gerade. Ah, auf der anderen Seite. Ist da oben noch irgendeiner am Leben? Kamera über Kamera über Kamera. Ja, eine normale Kamera. Wie zum Henker. Gut, schauen wir mal. Da oben ist noch was. Da ist noch was. Gut, das heißt, ich muss dahinter gehen. Hm. Achso, ich muss sogar dahinter. Okay, was gibt's denn da? Bin ich gerade behindert? Oder warum mache ich so einen Schwachsinn? Weil ich's kann! Okay, gut. Hey, da leuchtet irgendetwas. Datenspeicher. Yay. 4 von 20 gefunden, gut. Kiste mit Gegenständen. Komme ich nicht ran. Was gibt's da hinten? Haha. Und hier will ich runter. Denn es gibt hier immer irgendetwas zu holen. Immer irgendetwas Verstecktes. Meistens was sehr, sehr Gutes. Ah! What the fuck? Okay, und wozu gab's ihn da? War das jetzt irgendwie so ein Gimmick an die letzten
Teile. Das war cool. Also, das ist wirklich cool, dass man wirklich Erinnerungen aus alten Spielen hier sehen kann. Also das mit der Kiste, woher er das wohl hatte und so die Idee und ja. Frage ich mich auch. Das ist ja so unlogisch und man weiß ja nicht, woher er die Idee hat. Ja, nicht. Schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Ach, geht noch. 5 Minuten geht noch. Bitte kein Endboss-Kampf, weil sonst... Ich nix Zeit haben dafür. Ich bin Boris. Ich bin Boris Borbor. Okay, gut. Das heißt, hier geht's weiter. Kontrollpunkt. Hey, was ist da oben? Ah, ich spring fast in meinen Freitod. Ja, in meinen Freitod. Warum gehe ich runter eigentlich? Ah, cool. VR-Mission Nummer 4. I am God. Very good. Raiden, you have to take this. Yeah. Ja, ja, Leute. Schön mit Raiden wieder mal zu spielen. Schön, schön, schön mit ihm zu spielen. Aber das ist wahrscheinlich wirklich ein Bosskampf. Da oben ist sogar jemand. Mann, das ist wahrscheinlich die Schlampe. Entschuldigung, keine Kraftausdrücke, aber es ist die Schlampe. Ich weiß es, ich spüre ihre Präsenz. Da, sag ich doch. Mein Gott, na. Da, sie ist da. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob der Boss kommt wirklich so lange dauert oder nicht. Das ist jetzt... Ja, Leute, ich glaube, ich sag mal... Danke fürs Zuschauen und den Endkampf werdet ihr im nächsten Part sehen. Mit mir, PewDiePie, Raiden und der Schlampe. Tschüss, Leute, haut rein. Tschüss.